Okay, F9 gedrückt, F9 gedrückt. Sehen wir einen Fall? Wir sehen 2, 3, 4. Okay, meine lieben und werten Damen und Herren. Fünftes Game in dem BO5 zwischen Andy und Hirs. Was so viel heißt, ja genau, es steht 2 zu 2. Nachdem der hier ist jetzt 2-0 losgezogen ist, hat Andy in den letzten zwei Spielen ziemlich zurückgebattelt, vor allem im letzten Spiel eine ziemlich coole Action abgezogen und hier ist ziemlich an der Nase geführt, herumgeführt. Und mal gucken, ob wir da nochmal so eine Action sehen. Die Map ist Dschungelbazar. Rechts unten startet der Andy mit Zerg. Links oben der Hirs mit Protoss. Beide ihre Favorite Races. Mit mir zusammen kommentiert der Hirs. Hallihallo. Servus. Okay, da haben wir wieder unseren Extraktor-Trick gesehen beim Andy. Einwandfrei, der ist ja berühmt dafür. Aber dieses Mal bloß mit einer Drohne. Ja, das ist ziemlich Standard bei ihm, glaube ich, mittlerweile. Und der Chronoboost bei unserem Protoss-Player und das übliche Warpgate bei 12, nehmen wir mal an. Du auch ein Zwölfer oder? Also ich bei mir ist manchmal 13 und drauf Ja, an, was schon. bevorzugst du? Kommt auf an, gegen wen ich spiele und was ich spiele, aber ja, ich mache es auch oft so wie du. In 2 vs. 2 schaue ich, dass ich mein Warpgate bei 10 schon rauskriege. Ah, okay. Je nachdem, wie früh ich Truppen brauche. Okay, Assimilator wird jetzt gebaut, dieses Mal for real bei Andy und der Brutschlammpool wird auch produziert, genauso wie das Gateway beim Hirs. Okay, diese Drone hier ist auf ihrem Never-Ending Patrol Run, hat auch die Echse mit dazu genommen. Interessant. Wäre mir fast ein bisschen zu früh, die auch noch mit reinzunehmen, weil das schon durchaus normalerweise länger dauert, bis man da eine Echse nimmt. Da normalerweise kein Brutschleimpool sieht, aber nichtsdestotrotz schadet er nicht. Gut, und wir haben jetzt einen zweiten Pylon, der da gebaut wird. Mal gucken, ob wir gleich einen Berserker sehen oder zuerst einen Kybernetikor. Schaut so aus, als würden wir erst den Kybernetikor sehen. Und dann wird der Berserker nachher gebaut. Ja, dann müsste ich das, den Pool schon früher sehen, dass ich den Bersi früher baue. Also da normalerweise kommt bei mir Aber man muss als sagen, erstes der Chor. nach den letzten zwei Games ist es ja fast schon eine riskante Taktik. Da hast recht, ja. Und da kommt auch die Early Und Pressure. natürlich läuft jetzt auch so, dass mir die Zerglinge wieder reinlaufen, aber naja, was soll's. So gehört es. Mal gucken, ob der Berserker jetzt gegen Krone boostet wird. Nee. Der Hirs fühlt sich hier recht sicher. Und jetzt kommt die Drone Panic. Einmal frei. Surround im freien Feld. Kostet natürlich unheimlich viel Mineral Time. Und Ja, das absolut. macht der Andi ziemlich cool, dass er die dann wegzieht. Aber jetzt ist der Berserker Aber der mit bei. Unterjoke ist, dass ich mir bei sowas eigentlich, dass ich mir da ganz gut vorkomme, obwohl ich weiß, dass mir die Mining Time flöten geht, weil wenn er so früh kommt, dann muss er Props cutten. Und man sieht es ja auch am Worker-Count. Also jetzt hat er gerade zwei nachgelegt, aber es war gerade 21 zu 13, jetzt sind es 21 zu 15. Wenn wir uns die Da bin ich immer noch vorne. Production Type angucken, der Berserker hat überlebt, hat auch die restlichen Zerglinge geknackt. Zergling Speed wird gebaut, ein Stalker kommt raus und das Warp Gate Upgrade wird gebaut oder erforscht im Kybernetics Core. Dieses Mal leider Gottes den Chrono Boost vergessen, was ja nicht so oft vorkommt beim Hers, gell? Eigentlich, ne, es passiert immer wieder, du weißt das ja, wie das ist. Okay, der Sellout Aber ist. man sagt ja, wir sagen ja nicht, wir vergessen das, sondern wir sagen, wir sparen uns den auch. Ganz genau. Da spricht der Pro. Okay, jetzt wird da ziemlich krass aufgedroned hier beim Andy. Die Probe ist inzwischen wahrscheinlich schon im Arsch. Die ist nicht mehr am Patrouillieren. Ja, und die Echse rauchen. Jo, die Ex wird auch gebaut. Okay, da kommt jetzt ziemlich ein heftigeres Makro-Game, wie es ausschaut. Mal gucken, ob dann Early Push kommt beim vom Hirs. Warpgate ist inzwischen fertig erforscht, aber keine Proxy-Pylonen nirgends. Das heißt, er igelt sich da ein bisschen ein, so wie das ausschaut. Ein Sentry wird noch gebaut. Wenn er dann fertig ist, kann er wahrscheinlich alle zu Warpgates ummodeln. Jo, jetzt kommen noch ein Ja, war paar. trotzdem kein gutes Timing von mir. Jo, jetzt kommen noch ein paar Pylons mit nach. Okay, und da werden sie alle umgewandelt in Warp Gates. Ja, der Andi geht hier voll das Risiko und baut
Also bereitet sich auf seinem Makro vor, slidet auch ziemlich viele Drohnen. Wie viel sind das? 8 Stück. Eigentlich die Hälfte von Probe seinen Slide Einheiten. kommt. Naja, so viel auch nicht. Ich bin bei 7-8. Und die Roach Warren wird gebaut. Inzwischen wird auch wieder Vespin gesammelt beim Andy. Und er morpht seine Hatchery zu einem Lair. Alles klar. Was sehen wir da, wenn der Lair rauskommt? Da müssen wir doch irgendwo einen Special Tag sehen Ja, ist hier, die oder? Frage. Ich meine, Hydralisken zum Beispiel, wenn eine ganz genau. Möglichkeit. Oder. Normalerweise die erste Wahl, weil der Superkonter gegen Gateway-Units sind. Zusammen mit Roaches. Ja, schön, auch der Tumor-Spread wird hier weiter forciert vom Andy. Okay, jetzt kommt der erste Push vom Hirs. Ein bisschen wenig Zealots mit dabei, aber gute Anzahl an Sentries, die das da locker aufwiegen können. Oh, und dann kommen gleich ends viele Berserkers mit hinten nach. Gute Entscheidung, die nachher zu bauen, weil die immer ein bisschen lahm sind, die Viecher. Oh, und die Zergling haben sie jetzt mal angeguckt. Das wäre halt köstlich gewesen, wenn dann der Force Field gleich reinkommt. Oh, und da oben stehen zwei Stachelkrabbler. Die sind natürlich ein kleines Problem hier für unseren Proto-Spieler. Da kommt man nicht so einfach dran vorbei, vor allem an der Choke, wo sich alles ein bisschen staut. Es ist ein bisschen stressig, da durchzukommen. Es sind aber nicht so viele Einheiten auf der Seite von Zerg. Wenn er da die Zealots oben reinkriegt und er schaut so aus, als würde er die reinkriegen, dann könnte er das fast hinkriegen. Die Einheit müsste jetzt mit nachlaufen nach oben, aber die stehen alle Ja, noch ist unten. schlechtes Mikro von mir. Jo. Naja, das Guardian Shield hätte noch ein bisschen früher kommen können. Oh, So ist es. ja. Ja, das Micro hat den Angriff versäppt im Endeffekt. Hätte hier gute Chancen gehabt, da durchzukommen. Jetzt kommen auch ein paar Reinforcements, aber das war ein teurer Angriff. Und es läuft eine Stachelkrabbel vorbei. Nee, doch nicht. Jo, der nächste Stachelkrabbler geht auch drauf. Aber das hat war schon wertvolle Zeit hier für einen Andy. Aber tut sich schwer, das ganz komplett abzuwehren. Da müssten die Queens mal ein bisschen mitmachen bei der ganzen Aktion. Aber der Speed-Upgrade ist inzwischen draußen. Aber es sind auch Zealots hier. Die Stalker, ein bisschen Micro, das wäre wichtig. Jo, das Speed-Upgrade ist jetzt auf jeden Fall ganz, ganz wichtig beim Andy. Und das könnte ihm auch das, den, den. Damit könnte er auch noch den Angriff zurückschlagen. Aber es wird schon wieder viel bei Protoss hier, beim Hirs. Sind schon wieder 4 Stalker, 4 Berserker. Oh, und der Andi hat das Spiel aufgegeben. Unglaublich. We have a winner. I would think. Congratulations, Ja, vielen Dank, vielen Dank. Aber insgesamt muss ich sagen, war es echt stressig, stressig, stressig. Ich habe mit Mandy auch geredet, wir haben beide gesagt, wir haben 200 Puls, habe ich. Hirs. Mindestens. Unglaublich. Also, in diesem Spiel, nochmal kurz, um das abzurunden, ziemlich eine Early Expansion beim Andy. Hat wieder so gespielt wie in den ersten 2 Spielen, hat er versucht, das Makro aufzuziehen. Und ja, irgendwie hat ihm das Spiel gekostet zum Schluss, weil hier einfach grundsätzlich ein Gateway-Push kommt beim Hirs. Gell? Ja, des Und. Öfteren gegen einen Andi. Ja, auch sonst, da bist du ja ziemlich spezialisiert, da machst du nicht viel falsch und ist auch nicht unbedingt die stressigste Taktik. Mit dem Micro hättest du ein bisschen besser hinkriegen können, aber es hat auch so gereicht. Absolut, absolut. Muss ich schon sagen, habe ich mich eigentlich nicht gut angestellt. Schon Jo. überzeugender Lauf kann der Angriff. Ja, durchaus. Kam vielleicht eine Minute oder ja, eine Minute, eine halbe Minute zu früh, ansonsten hätte Andy da vielleicht ein bisschen mehr Truppen gehabt und hätte es vielleicht noch eher abwehren können. Ja, aber das ist Aber. ja auch der Sinn von einem Timing-Push. Man weiß, dass der genau zu der Zeit funktionieren könnte oder sollte. Ja, ist auch unglaublich, wenn ich mir das angucke, wie viele Einheiten da Zerg stehen hat und wie viele Einheiten Protoss stehen hat. Und Protoss gewinnt es halt einfach. Und da denke ich mir, fuck. Die Units sind halt einfach super strong. Kosten zwar einen Haufen, aber wenn du ein paar stehen hast, die hauen rein. Ja, absolut. Ja, der Ding, Zergling. weil ich weiß gar nicht, Der Zergling glaube ist. zum Zeitpunkt des Pushs müsste ich army-mäßig schon vorne gewesen sein.
Er hat halt den LearTag auch noch genommen und ich glaube, das hat ihm da ein bisschen den Kopf gekostet. Also die Expansion wäre gut und schön gewesen, aber wenn er den LearTag nicht nimmt und dafür lieber noch einen Spinecrawler mehr vorne hinstellt und vielleicht noch ein, zwei Schaben mehr oder so, dann schaue ich nicht so gut aus. Eventuell. Aber wenn ich da jetzt mal gucke, Ich gucke mir das auch gerade an. Also, das vom Circling Speed Zeitpunkt hat er schon des draußen. Pushs Er hat halt sind wir Army-mäßig. keine Evolution Mal. Chambers. Also da kein Upgrade. Hast du da ein Upgrade? Hast du auch noch kein Upgrade? Ist wahrscheinlich ein bisschen früh für solche Upgrades im Nee, CS:GO beim kommt. Vorgehen brauche ich kein Upgrade. Und ja, Aber kann gut sein. drum, da stelle ich lieber ein paar Truppen mehr hin. Aber drum meine ich, also da beim Angriff, da bin ich bei 60 Supply und er ist bei 42. Bin ich schon vorne. Ist ja auch der Sinn von dem Timing Rush. Jo, und wenn ich mir das da angucke, zu dem Zeitpunkt hat er auch noch gar keinen Spire am Bauen. Aber den Layer hat er schon draußen, ne? Aber den Spire baut er dann trotzdem, während er da angegriffen wird von dir. Dann wäre vielleicht der Stachelkrabbler sinnvoller gewesen zu dem Zeitpunkt. Oh, ich weiß nicht, ja. Aber jetzt mit Spire anzufangen, glaube ich, ist auch nicht das Geschickteste. Ich meine, Ich weiß sind nicht, ja dann vielleicht. doch ein paar Stalker bei mir dabei. Es ist sogar insgesamt ziemlich Stalker-lastig. Was haben wir da? 5 Zealots und 9 Stalkers. Aber die Stalker schießt eh bloß die Hälfte der Armee. Ja, ist schlecht gestanden. Extrem schlecht. Die Stachelkrabbler hätte er vielleicht ein bisschen besser verteidigen müssen mit seinen Zergling. Aber wiederum, wenn man die da vorne hinsetzt, dann schießen halt auch mehr Sachen drauf, dann gehen die auch schneller drauf. Ja, Ist und ein vielleicht noch einen zweischneidiges dritten Schwert. hinstellen. Also ich habe da auch mit ihm geredet, der sagt auch immer von wegen, er baut meistens einfach einen zu wenig. Ja, im Dann anderen hätte er sich Spiel. vielleicht einfach Leer und Schößling sparen sollen. Er hätte noch einen Spinecrawler hingestellt und ich meine, Leer kostet glaube ich einen ganz schönen Haufen Holz, oder? Speyer meine ich. Naja, schon. 200, 200, ich meine, dann für das kriegt man halt doch ein paar Einheiten. Vielleicht war seine Map-Controller noch nicht gut genug für die ganze Action, weil es kommt immer auf den Gegner drauf an, aber bei dir muss man halt einfach damit rechnen, dass da dass du ein Foregate baust und dass du halt dann einfach einen Timing-Push machst irgendwo. Und zu dem Zeitpunkt, Wusste ja auch, 9 Minuten dass ist er sowieso ein Probleme bisschen. hat mit dem Foregate. Naja, 9 Minuten ist sowieso ein bisschen Sagte spät er für den selber immer. Tarkus. Eigentlich war ich sogar spät dran, aber das waren eben die Circling-Geschichten, die mich da gestresst haben. Normalerweise, wenn ich ein gut spiele, den Foregate, dann kommt der eigentlich sogar noch eine Minute früher. Aber da hat er eben vorher gut gestresst und darum hat sich das alles ein bisschen verzögert. Und deswegen naja, wollte er einfach zu viel zu dem Zeitpunkt und hat es noch nicht so im Blut mit dem Timing, wann du Ja, und ich rankommst. war schon auch sehr hibbelig natürlich nach 2-0 vorne, habe ich mir schon irgendwo gedacht, so, oh, passt, kann ja gar nicht mehr so schief laufen und dann zweimal verloren gegen die Early Circling Pressure und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt mach einfach ruhig spielen, steiß, stinknormalen Foregate. Habe ehrlich gesagt auch ein bisschen im Hinterkopf gehabt, der Karte, die Wahl der Karte, habe ich mir gedacht, das ist eine Karte, die bietet sich an für eine Early Exe. Und ich dachte, dann soll er sie nehmen und wenn ich mit dem Foregate komme, dann habe ich gute Chancen. Und bevor das Spiel losging, hast du gemeint, hast du gute Chancen in dem BO5, dass du es auf die Reihe kriegst? War mir klar, dass das eine knappe Kiste wird. Ah, nee, ist ein herausragender Ja, Gegner. ich schätze Andi und mich auch skillmäßig schon ziemlich gleich ein. Schon. Hat man auch gesehen in dem vierten Game, also das letzte, echt eine gute strategische Action gebracht, also Respekt. Ein bisschen schade, dass eben alles so auf Early Pushes rausläuft und auf kein wirklich schönes Makro-Spiel zusammengeht. Weil das Aber kommt halt naja, drauf es an, ist halt irgendwo auch Turnierspiel. das mit dem Early Push, wir sind halt nicht so geübt bei der ganzen Sache, aber bei bestimmten Situationen, zum Beispiel in dem Game, ja, in dem ersten Xel'Naga Game, wo er gepusht hat und drin war
und Jens die Drohnen vernichtet hat, aber dann nicht ganz raus ist mit seinen Zerglings, sondern die im Endeffekt drin stehen hat lassen und die sind dann alle draufgegangen und dann kam der Counterpush und dann hat er nicht genug gehabt, um ihn abzuwehren. Die Exe-Wim verreckt. Der ist mit seinen ganzen Zergis zu dir rein, hat er ziemlich viele Drones gekillt, dann bist du aber irgendwann mal da ja, gewesen. Wir haben wahnsinnig viel Arbeit geknackt. Genau, aber dann hat er die ganzen Zerglinge alle nicht zurückgezogen, sondern hat sie mehr oder weniger drin gelassen und sie sind ihm dann im Endeffekt alle verreckt irgendwo gegen deine Einheiten. Und dann kam dein Counterpush und dann haben ihm die ganzen Zergis, die er vorne verloren hat, haben ihm hinten gefehlt, um das abzuwehren. Sowas zum Ja, Beispiel. die haben gefehlt. Ja. Ja, solche Sachen, weißt du, aber wir sind halt einfach, sagen wir mal, Mittelmaß. Und bei den Pros, wenn du Ja. das anguckst, die werden sehen, das läuft nicht 100 pro raus, dann wird zurückgezogen und zurückgezogen. Die verlieren das ganze Zeug nicht und so schaffen es die dann auch ins Late Game, weil sich da keiner so weit aus dem Fenster lehnt, dass das Spiel entscheidend sein könnte. Außer wenn halt irgendjemand eine Taktik abzieht und die dann halt echt einmal frei hinhaut. Aber normalerweise Ja, und ich glaube, sind's. es geht schon auch in Richtung Erfahrung. Also mittlerweile, wenn ich mir Pro-Spiele anschaue, es wird in 90% der Fälle wird eine wahnsinnig frühe Fast-Exe gespielt. Weil die wissen ganz genau, erstens scouten sie ziemlich gut, wissen ganz genau, wie es läuft, wenn irgendein Cheese kommt oder was heißt Cheese, Foregate, also ein Early All-In oder sowas. Dann sehen das früh genug und dann wissen sie ganz genau, wie sie damit umgehen können. Und dann behalten die einfach die Ruhe und werden nicht hibbelig. Und ein guter Zerg-Spieler, der nimmt die Fast-Exe und wehrt dir den Foregate ohne Probleme ab. Weil er es halt auch schon 100.000 Mal gemacht hat. Okay, bevor wir das jetzt weiterführen und zu weit ausgreifen, danke alle fürs Zugucken und Gottes Willen, das ist noch yo. gelaufen, oder was? Yes, my dear. Okay. Und ja, wir freuen uns schon auf das Finale zwischen The Unbelievable Orko TMM and Fierce. Ja, kann mir dann eine blutige Nase abfüllen, aber oh, was soll's. Ist Hey, das wenn eigentlich wir uns die BO5 oder letzten. BO7? Ach, das kann man machen, wie aber BO7. Hey. Die letzten paar Spiele waren wir eigentlich ziemlich even, oder? Even Steven. Wie war's? 6-6, oder? Ne, 3-3 in dem letzten. Ja, schon, aber ja, trotzdem.